Hallo, liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Follower. Vor dem Krieg mit Nilfgaard war alles besser. Genau, hier spricht wieder eure Eerie. Und wir spielen jetzt weiter The Witcher. Wir waren hier im Gasthaus. Ihr seid anders. Ach, die Zeit vergeht schneller in angenehmer Gesellschaft. Endlich eine Ruhepause. Okay, also die haben alle nicht wirklich was zu sagen. Ich bin wütend. Mir scheint, ich habe von euch gehört. Okay. Ein Hexer. Hallo. Es hieß, eure Art wäre ausgestorben. Beinahe. Ich bin Geralt. Ich möchte meinen richtigen Namen lieber nicht nennen. Ihr wisst schon, Rittergelübde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich Patrick de Vasey nennen. Von der Flammenrose? In der Tat. Ich gehöre dazu. Vielleicht könntet ihr mir beistehen. Wobei? Meine Schwester. Wollt ihr euch ihre Geschichte anhören? Eines Tages fanden wir sie bewusstlos im Bett. Blut lief aus Bisswunden an ihrem Hals. Wir hatten keinen Zweifel. Ein Vampir. Bisswunden müssen nicht zwangsläufig von einem Vampir stammen. Diese schon. Nach einer gewissen Zeit verschwand meine Schwester. Sie muss verwandelt worden und dann geflohen sein. Wenn sie eine Vampirin ist, muss ich... Ich möchte nur, dass ihr sie findet und unseren Verdacht bestätigt. Kennt ihr einen Siegfried von der Nesle? Oh ja. Was gibt es Neues über ihn? Er soll befördert werden. Wahrscheinlich ist er es schon. Wir reden nicht miteinander. Könnt ihr sagen, warum? Seit dem Sumpf ist er völlig verändert. Ich sagte zu ihm, ehrenwerter Siegfried, ich gratuliere euch. Eure Ehre und euer Glaube haben den heidnischen Pöbel vertrieben. Er sah mich seltsam an und antwortete, ehrenwert? Vielleicht. Ehre und Glaube? Gewiss nicht. Wir waren siegreich, weil sie hungrig und schlecht bewaffnet waren. Ein bisschen Blut und schon vergisst er alles über Ehre. Er sollte dem Beispiel seines Vaters folgen. Wo kann ich ihn finden? Seinen Vater? Er wurde von einer Manticora getötet. Ich meinte Siegfried. Er bildet vor dem Sitz des Ordens im Tempelbezirk Rekruten aus. Okay, also Siegfried hat verstanden, Verdammt, dass es das scheiße heiß war. In diesem Ding. Im Sumpf. Das sind schreckliche Zeiten. Stadtbewohner, alles nur Stadtbewohner. Die sagen uns nichts. Gastwirt hatten wir schon. Seine Schankwirtin, Kellnerin kann uns eigentlich nur Zeug verkaufen. Ich poliere euch die Fresse! Damit meine ich natürlich Alkohol und so Zeug. Fettfried, da könnten wir kämpfen, wenn wir wollten. Aber ich möchte mich ehrlich gesagt lieber erstmal in der Stadt umschauen. Ihr kämpft wie ein Rittersporn. Geralt, ich bin froh, dass ihr hier seid. Aha. Ich bin nicht in der Stimmung für Musik. Wir sehen uns später. Geralt, ich habe versprochen, diesen Leuten aufzuspielen, aber ich habe meine Laute nicht. Tja. Dann habt ihr ein Problem. Geralt! Was ist mit eurer Laute geschehen? Lange Geschichte. Und irgendwie peinlich. Was zu trinken? Okay. Ein Kedwin Gold. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Drei. Ja, jetzt ist aber mal gut. Vier. Hallo? Die saufen sich ja komplett. Seltsam. Das letzte. Ich bin ja so schlau. Immer diese Kellnerin. Ah, ich habe vergessen, wie hart im Nehmen ihr seid. Ah ja, okay. Habt ihr genügend Mut, um mir von der Laute zu erzählen? Ich glaube, meine Laute ist im Haus eines reichen Kaufmanns. Es steht an der Westseite des Salzplatzes. Und ich kann hier nicht weg. Die Menge wartet. So besoffen, wie will der da noch Laute spielen? Ohne Laute auch noch. Warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Der Kaufmann erwischte mich, wie ich seiner Tochter Unterricht gab. In was? Ruhig, Geralt. Musik. Und das sollen wir glauben? Na gut. Ich hole die Laute. Wunderbar! Jo. Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toroville, damals im Blumental, schon vergessen? Jetzt ist er plötzlich wieder nüchtern. Wer ist Toroville? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Ihr habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben.
Ich frage mich, ob sie noch lebt. Okay. Im Blumental? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Wo der Teufel gute Nacht sagt. Die singe ich heute Abend. Ich erinnere mich nicht. Okay. Also, wir brauchen so eine Laute. Halt, wir müssen unbedingt erst schlafen. Wir sind nämlich stockvoll. Beutel? Was für Beutel? Oh, da ist ich bin wütend. Beutel? Müssen wir, wenn wir wieder aufwachen, gleich mal gucken. Schlag was mich, ihr Memme! Ist vielleicht Bargeld drin? Hallo. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Zimmer. Seid gegrüßt. Zimmer. Kann ich euch helfen? Zimmer. Ich brauche Ruhe. Zimmer. Habt ihr ein Zimmer? Zimmer. Ja. 5 Orens. Ah, Zimmer. Bleibt stehen. So. Dann schlafen wir mal. Am besten bis morgens, dass wir uns draußen nicht mit Monstern rumschlagen müssen. Was kann ich hier mitbringen? Überflüssiges so. Gefasel. Hallo? Ich hab grad hier... Ich hab hier gerade nur schwarz gesehen. Wie ging's euch? Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Was? Mann, was ist nur mit den Leuten im Gasthaus los, Freunde? Das geht doch mal gar nicht. Okay, der ist auch voll. Wir nicht mehr. Warum die Eile? Eine Kurtisane. Ich würde gerne mal testen. Ihr wisst ja, wir haben mit der Chefkurtisane einen Deal. Wenn wir ihren Mädchen Blumen bringen, dürfen wir. Die Frage ist nur, ob das hier im Marktviertel auch gilt. Mit der reden wir später mal. Was war das denn? Ein anderer hat euch geschickt. Was? Hat euch die Zunft geschickt? Niemand schickt mich. Vergebt mir. Man hat mich vom Markt verjagt, weil ich der Zunft nicht beitreten wollte. Ich interessiere mich nur für euer Angebot. Entschuldigt mein vorschnelles Urteil. Seht euch um. Okay. Warum wollt ihr der Zunft nicht beitreten? Jemand versucht, die Zunft zu übernehmen. Außerdem hasse ich Vorschriften, die mich zwingen, den einen gratis Waffen zu geben und mit anderen keine Geschäfte zu machen. Wer will die Zunft übernehmen? Jemand mit mächtigen Beziehungen. Selbst die reichsten Kaufleute fürchten ihn. Hm. Eine große Menge Waffen wurde bestellt. Die können nur für den Großmeister oder den König von Nutzen sein. Okay. Danke für die Information. Viel Glück. Gern geschehen. Wir haben da eine Waffe dabei, die wir nicht brauchen. Ja, die können wir nämlich verkaufen. Für 40 Gold. Schöne Sache. Verflucht okay. Seien sie alle. Ja, genau. Da ist Bier drin. Sehr gut. Nachdem uns Rittersporn gerade ausgenommen hat, was das Bier angeht, brauchen wir wieder welches. Nasse Myrte, Nasse Myrte. Ein Glück, dass Foltest Erlasse verkauft. Perfekt. Im Tempelbezirk stinkt es immer nach der Pest. Vagabunden werden im Händlerviertel nicht geduldet. Okay, also die haben alle nicht wirklich was zu sagen. Nichts Wichtiges zu sagen, würde besser passen. Und ein unbekanntes Kraut schon wieder. Wir müssen schon wieder Bücher kaufen, Freunde. Weiß ihr entführt Gestehe, ich finde euch. Nur Ritter sollten dieses okay, was sind wir hier nun? Was haben wir hier, einen Gaukler? Was führt euch hierher? Nicht stören. Vergesst es. Oh. Warum schlug der Druide der Stadtwache ins Gesicht? Das war ein natürlicher Reflex. Was? Bitte wer? Geht's noch? Oh Mann. Ein natürlicher Reflex. Aha. Oh, der war ja mal... Oh, war der schlecht. Oh, das muss ich jetzt erstmal verdauen, Freunde. Das war ja... Bin ich in Ungnade gefallen? Aha, hier ist Triss Haus. Okay, Moment. Das Haus ist hier. Hier oben. Okay. Was ist hier? Alte Schmiede. Wie kommen wir da hin? Gar nicht, würde ich behaupten. Jetzt laufen wir mal hier entlang. Ach, wirklich? Immer noch das Haus? Ich bin wütend. Nieswurz. Die Tür ist zu. Die Tür auch. Macht mal. Was? Da kommen wir aber auch nicht durch, keine Chance. Spielen? Machen wir mal die Seite hier komplett. Tür, da ich können bin wir erschöpft. Rein. Da können wir rein. Schauen wir mal, ob es da vielleicht einen Durchgang oder sowas gibt. Hallo. Oh, danke. Ein Buch.
Okay, hatten wir wohl schon gelesen? Schön hier. Und die stört schon wieder gar nicht, dass wir hier einfach reinlatschen. Ich finde das voll in Ordnung. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Okay, aber das war es, glaube ich, eher pauschal gemeint. Stadtbewohner, adliger Stadtbewohner. Schauen wir mal nach oben.